Heute werde ich euch zeigen, wie man eine Karotte häkelt. Von der Größe her könnt ihr es wieder selber bestimmen. Ich nehme gern die groß bis mittelgroß. Schaut aus fast wie in echt, nur ein bisschen dicker. Für die Kinder ist es ideal, vor allem für den Kaufladen. Und ich finde, sie passt sehr gut auf unseren Gemüseteller. Vielleicht gefällt es euch auch. Und wir fangen wieder mit unserem magischen Ring an. So, da brauchen wir unsere 6 festen Maschen. So. Und 2, 3. 5 und 6. Von der Häkelnadel nehme ich gern die Stärke 3, darum wird es eben etwas größer. 2,5 ist genauso gut. 2 wird es halt schon wieder etwas kleiner, das müsst ihr selber mal abwägen. So, magischen Ring zusammenziehen und weiter geht's in Runden. Wir verdoppeln. Jede Masche wird jetzt verdoppelt, sodass wir auf unsere 12 feste Maschen kommen. 2, 3 und 4, 5 und 6. Sieben, acht, neun, zehn, elf und 12. So, 12 feste Maschen. Jetzt geht es hoch auf 18 feste Maschen. Dazu verdoppeln wir jede zweite. Wenn sie einem nicht abhaut. So. Passt 1, 2 und 3, 4. 5 und 6, 7, 8 und 9, 10, 11 und 12, 13, 14. 15, 16 und 17 und 18. So, geschafft. Dann heißt es die 18 Maschen mehrmals häkeln. Ich mache gern immer 3 Runden mit den 18 Maschen und habe dann so einen schönen Anfang für die Karotte dann. Für mich reichen 18 Maschen von der Breite her. Wer möchte, kann es natürlich breiter machen oder nur mit 12 Maschen arbeiten. Mir gefällt 18 Maschen am besten. Ich habe jetzt die 3 Reihen mit den 18 Maschen schnell ohne euch gemacht. Der sogenannte Hintern der Karotte, wie ich ihn gerne nenne, ist jetzt fertig. Und jetzt geht es an den Rest. Und zwar gehen wir jetzt auf 15 Maschen runter. Dazu werden wir jede 5. und 6. abhäkeln. So, zeige ich euch gleich wieder. 1, 2, 3, 4 und dann 5 und 6 zusammennehmen.
5, 6. So. Insgesamt macht man das dreimal, so kommt man von den 18 auf die 15. 1, 2, 3, 4. Dann wieder zusammenhängen. So. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 zusammennehmen. So, dann sind wir auf 15 Maschen runter. Und die Reihe machen wir dann wieder dreimal. Die mache ich jetzt wieder ohne euch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die drei Reihen mit den 15 Maschen sind jetzt fertig. Ich ziehe dann immer gerne den Faden lang. Hol mir etwas Füllwatte und stopfe die Karotte jetzt so nach und nach immer wieder mal aus. Finde ich persönlich leichter dann zum Häkeln, weil ich dann wirklich was zum Greifen habe. Aber das überlasse ich auch wieder euch. Wenn es so zusammen geht, das mag ich nicht beim Häkeln. So. Gut. Nicht so viel, so dass einfach wirklich nur gut zum Greifen ist. Dann den Faden wieder aufnehmen und weiter geht's. Jetzt wollen wir von den 15 Maschen auf die 12 runter und dazu müssen wir jede vierte und fünfte abnehmen. Los geht's. Das macht man wieder dreimal. 1, 2, 3. Dann wieder abnehmen. So, dann wieder 1, 2 und 3. Dann wieder Maschen abnehmen. Und ein letztes Mal. 1, 2, 3. Und wieder Maschen abnehmen. Und so sind wir mit unseren 12 festen Maschen. Und diese, Überraschung, Überraschung, wiederholen wir wieder dreimal. Bis gleich. Die drei Reihen von den 12 festen Maschen sind wieder fertig. Und erneut hole ich mir etwas Füllwatte. Und stopfe die Karotte aus. Nach und nach ist leichter zum Ausstopfen, als wenn man dann am Schluss nur so eine kleine Öffnung hat und es reinzwängen soll oder muss. Wer möchte, kann auch die Karotte genauso wie anderes Gemüse und Obst statt mit Füllwatte mit Granulat ausfüllen. Das sind so kleine Kügelchen. Dabei muss man aber wirklich aufpassen, dass man gut gehäkelt hat, keine großen Spalten hat. Ist für die Kinder auch nicht schlecht zum Spielen. Fühlt sich einfach anders an. Aber nichts für kleine Kinder. Also die sollten dann schon mindestens 3, eher 4 Jahre alt sein, sodass sie es wirklich verstehen, dass da was drinnen ist, dass es gefährlich sein könnte, dass man sich dran verschlucken kann und, und. Das ist dann wieder Geschmackssache, womit man es füllt. Ich bleibe bei der Füllwatte nach wie vor. Außer ab und zu bei runden Sachen mache ich für die Große mal so Ballgranulate rein. Aber ansonsten finde ich die Füllwatte am sichersten. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Gut, Karotte ist ausgestopft, soweit es geht. Und jetzt geht es runter auf 9 feste Maschen. Und dabei nehmen wir jede dritte und vierte ab. So. Und das wieder dreimal. 1, 2 und dann 3 und 4 abnehmen. Eins, zwei und wieder 3 und 4 abnehmen. 1, 2,
3 und 4 wieder abnehmen. Sind wir auf den 9 festen Maschen. Und diese wiederhole ich jetzt nicht mehr dreimal, sondern zweimal. So, die 9 festen Maschen sind fertig, die 2 weiteren Reihen. Und jetzt nehme ich von 9 auf 6 ab. Dazu jede zweite und dritte abnehmen. Also 1, dann 2 und 3. Und das wieder dreimal. 1, 2 und 3. Und nochmals 1, 2 und 3. So, passt. Und die mache ich jetzt wieder zweimal. Bedeutet nochmals 2 Reihen mit 6 festen Maschen. Und dann unbedingt entweder jetzt gleich oder danach Füllwatte nachstopfen. Ich habe jetzt die 2 Reihen mit den 6 festen Maschen weitergemacht und anschließend noch etwas Füllwatte nachgestopft. Dafür habe ich eine dünnere Häkelnadel benutzt. Und jetzt ist die Karotte schon so gut wie fertig. Ich gehe runter auf 3 Maschen. Dazu nehme ich jedes Mal eine ab. So, 1 und 2. Es wird sehr eng, vorsichtig. Lasst euch Zeit. Ich finde den Schluss immer am schwersten. 1, so, wieder abnehmen. Für eine schöne Spitze hinzubekommen, ist immer sehr, sehr schwierig. 1 und 2. Und dann ziehe ich es gleich komplett durch alle durch, wenn ich es schaffe. So. Und für mich ist die Karotte damit beendet. Wer möchte und es schafft, kann diese 3 Maschen, was noch über wären, mit Kettmaschen zusammennähen. Also zusammenhäkeln. Ich selber, für mich ist es einfach schon zu eng. Ich bleibe bei dem. Nehme den Faden wieder etwas weiter. Abschneiden, Faden durchziehen, festmachen. Und dann schaue ich, dass ich es einfach beim Vernähen so schön vernähe, dass die Spitze bleibt möglichst. Und für mich reicht es an Karotte. Es muss nicht perfekt sein. Wie gesagt, da ist das dann für euch offen, wie ihr den Schluss macht. Aber bei 3 festen Maschen ist es schon wirklich eng. Und sich da noch rumzuplagen, ist eigentlich Quatsch. Vielleicht schaut es bei euch auch ein bisschen anders aus, dass ihr das nochmal die 3 festen Maschen abnehmen könnt und dann zusammen häkelt. Das müsst ihr dann frei entscheiden. Und genau, so ist die Karotte soweit fertig. Jetzt nur noch Faden vernähen und die Blätter machen. Wer mein Video von der Tomate kennt, wird merken, dass die Blätter von der Karotte sehr ähnlich sind. Man schlägt Luftmaschen an, in dem Fall keine 6, sondern 9. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Geht 8 Kettmaschen wieder zurück. Eins, zwei, drei. Jetzt wollte ich schon eine feste Masche machen. 5, 6, 7 und 8 zurück. So. Und dann einfach wieder 9 Luftmaschen nach oben. Da könnt ihr natürlich wieder selbst variieren, wie viel ihr wirklich macht. Könnt's länger oder kürzer machen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passt. Und dann einfach die Kettmaschen wieder zurück häkeln.
Und so entsteht dann Blatt für Blatt. Kettmaschen sind in dem Fall besser, weil es dünner wird, das Blatt, sonst ist es so dick. Und wieder zurück. So, und das macht ihr dann so oft, wie ihr möchtet. Ich bevorzuge es viermal. Ich habe es schon auf manchen Bildern mit 5, 6, 7 Mal gesehen. Überlasse ich euch wieder, was euch am liebsten ist. Und dann wird es einfach wieder dran gehäkelt. Ich mag es halt gern so mit 4 Stück. Eben drauf schauen, dass es nicht zu dick ist. Probiert es aus, ob euch 4 reichen oder lieber nur 3. Oder ob ihr sagt, nein, 5 oder 6 sind mir lieber. Wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich die Karotte jetzt mit einer dünnen Wolle gemacht und mit einer Dreiernadel. Davor habe ich es mal mit einer dickeren Wolle probiert und einer Vierernadel. Man merkt gleich den Unterschied, es wird dicker und größer. Auch von den Maschen her variiere ich. Manchmal mache ich sie dreimal, manchmal viermal, so nach Lust und Laune. Müsst ihr selber ausprobieren, welche Wolle, wie groß wirklich. Aber so der Standard, vor allem für Kinder eben ideal, ist diese Größe. Zusammen mit den Blättern dann ist es ideal. Aber probiert es aus. Meine Kinder mögen es lieber, wenn sie etwas größer sind. Vom Kaufladen ist eher die Größe lieber. Zum Kochen ist eher die Größe lieber. Probiert es aus. Und was ich auch ganz gut finde, eben für den Gemüseteller, ist die größere Größe etwas, also mir persönlich jetzt lieber. Schaut, was euch am besten gefällt. Probiert es einfach mal aus. So, und beim nächsten Mal folgt wieder ein kleines Gemüsestückchen für unseren Teller. Lasst euch überraschen.